19. März 2019, 12.30 Uhr, dpa, mhot-online.de. Fabian Hambüchen, als großen Tänzer sieht sich der ehemalige Profisportler nicht. Quelle, Sascha Steinbach, Getty Images. Nach der Profikarriere versuchen sich viele Sportstars bei Let's Dance. Olympiasieger Fabian Hambüchen sieht sich eher nicht auf dem Parkett. Tanzshows sind im Fernsehen weiterhin populär. Nichtsdestotrotz hat Fabian Hambüchen keinerlei Ambitionen, den Machern solcher einmal seine Teilnahme zuzusichern. Viele seiner ehemaligen Turnkameraden sehen das anders, sehe mich eher als Tanzbär. Ich bin nicht der große Tänzer, Philipp Boy kann das hingegen sehr gut, sagte der Rec-Champion von 2016, der nach seinem Erfolg bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro seine internationale Laufbahn beendet hatte, der deutschen Presseagentur. Diese Tanzshows sind nichts für mich. Ich sehe mich eher als ein Tanzbär, sagte der 31-Jährige außerdem schmunzelnd. Sein früherer Rivale Philipp Boy aus Cottbus, der schon 2012 seine Turnlaufbahn beendet hatte, war bei der Show Dance 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 überaus erfolgreich und gewann im Oktober 2016 gemeinsam mit dem Freestyle-Skier Bene Meyer das Finale der RTL-Show. Dabei hatte er die Herzen eines großen TV-Publikums für sich gewonnen. Weitere Sportstars in Tanzshows, auch die beiden noch aktiven Turner Marcel Nguyen und Andreas Britschneider hatten bei der zweiten Staffel der RTL-Tanzshow 2017 mitgewirkt, waren aber nicht so erfolgreich wie Philipp Boy. In diesem Jahr sind auch bei Let's Dance wieder ehemalige Sportprofis dabei. Ex-Handballspieler Pascal Hens und die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt nehmen an der neuen Staffel teil, die vergangene Woche Freitag begann. Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur DP. Eigene Recherche. Wir freuen uns auf angeregte und faire Diskussionen zu diesem Artikel. Bitte beachten Sie unsere Etikette. Live-Diskussion öffnen.